Ihr hört den Towercast Nummer 244. Mein Name ist Felix und mit mir dabei ist heute nicht der Dennis, sondern der Florian. Grüß dich, Florian. Hallöchen. Wir reden heute über ein ganz, ganz besonderes Spiel. Wahrscheinlich für mich das Spiel, auf das ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe. Es wird schwierig mit Zelda, aber ich glaube, ich finde 2D-Mario-Spiele noch mal ein bisschen spannender. Wir reden über Super Mario Bros. Wonder und du bist quasi mein absoluter Experte in diesem Thema. Ja, ich hatte ja das Vergnügen, das Spiel vorher testen zu dürfen. Das heißt, ich habe es für N-Tower einmal komplett durchgespielt. Beziehungsweise, ich würde mal sagen, zu 99% habe ich es durch. Und daher habe ich, glaube ich, schon bis jetzt einen ganz guten Einblick in das Spiel bekommen. Ja, und das ist auch wichtig, denn heute, wir hatten ja schon mal einen Podcast über Super Mario Bros. Wonder gemacht und da haben wir über die Basics gesprochen. Wir sind so die verschiedenen Charaktere durchgegangen und haben die Story angesprochen und halt so über die allgemeinen Dinge von Super Mario Bros. Wonder so ein bisschen geredet. Heute wollen wir allerdings ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Das heißt, für die Leute, die wirklich gar nichts über das Spiel im Vorfeld wissen sollten oder wollen. Sie sollten jetzt vielleicht eher abschalten, denn möglicherweise gibt es den ein oder anderen Spoiler. Wir wollen natürlich nicht zu spezifisch werden, aber wir wollen beispielsweise auf so Dinge eingehen, wie was passiert, wenn man das Spiel durchgespielt hat, wie lang ist die Langzeitmotivation eben, wenn das der Fall ist, was kann man alles tun, was muss man tun, um 100% zu erreichen. Um solche Dinge soll es in diesem Podcast gehen und da bist halt du, Florian, der perfekte Ansprechpartner, weil du eben das Ganze jetzt schon seit wann spielst du das Spiel eigentlich schon? Wann hat es dir Nintendo zugeschickt? Das hatte Nintendo mir knapp 2 Wochen vor Release zugeschickt. Also ich bin jetzt schon seit 3 Wochen dran. Dann kannst du jetzt auch mal direkt verraten, wie viele Stunden du Pi mal Daumen auf der Uhr hast bei dem Spiel. Das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil dadurch, also ich konnte es nicht mitlocken lassen, aber ich denke jetzt mal so bestimmt so an die, bis man hundertprozentig durch ist, 30 bis 50 Stunden irgendwie sowas, mit allem, mit allen Sachen, die man freischalten kann und so weiter und so fort, kommt, glaube ich, ganz gut hin. Ach, verrückt, also doch eine ganze Weile. Weil ich habe jetzt schon öfter gehört, dass das Spiel eigentlich gar nicht so lang sein soll, auch wenn man jetzt versucht, alles einzusammeln. Wie ist denn da der Vergleich, wenn du es jetzt mit alten New Super Mario Bros. Spielen betrachtest? Also, ist es länger, kürzer oder ungefähr gleich wie jetzt ein New Super Mario Bros. U zum Beispiel? Ja, jetzt erwischst du mich ganz eiskalt, denn ich habe die New Super Mario Jump-Runs konsequent alle ausgelassen, weil mir die damals beim Anspielen eigentlich nie gefallen haben und dementsprechend sind die komplett an mir vorbeigegangen. Aber zudem, klar, die Level an sich im Wonder sind deutlich kürzer, was meiner Meinung nach auch gar nicht so schlecht ist. Aber eben, es gibt ja auch teilweise versteckte Levelausgänge und dergleichen und bis ich die mal gefunden hatte. Es gibt noch diese Suchtrupp-Level, wo man versteckte Gegenstände finden muss und alles. Und das alles so zusammengemünzt hat dann doch schon eine relativ lange Spielzeit gegeben. Und eben, ich bin noch nicht hundertprozentig fertig. Ich sitze gerade noch am allerletzten Level und fluch mich da durch und habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Hört sich auf jeden Fall gut an. Und man muss ja auch dazu sagen, dadurch, dass du das Spiel jetzt 2 Wochen vor allen anderen spielen konntest, also wir nehmen den Podcast jetzt hier am 22. Oktober auf und das Spiel ist am vergangenen Freitag erschienen, heute ist Sonntag. Und dadurch konntest du halt auch nicht in irgendwelche Komplettlösungen reinschauen. Du musstest alles selber rausfinden und das mache ich eigentlich auch tatsächlich nur bei 2D-Mario-Spielen so. Sonst habe ich nicht Geduld dafür, weil die Level werden dann doch immer zu ausartend. Und wie du schon gesagt hast, bei Super Mario Bros. Wonder ist es ja auch wieder so, dass die Level meistens so innerhalb von 3-4 Minuten durchgespielt sind. Oh, kommt drauf an. Also am Anfang schon. Die ersten paar Welten, würde ich sagen, ist das tatsächlich so. Da kann man, vor allem wenn man ein bisschen erfahrener ist, schon gut durchrennen. Aber wenn es in die späteren Welten geht, dann hockt man schon so bestimmt so 5 bis 10 Minuten an einem Level. Je nachdem, wie gut man ist, wahrscheinlich auch ein bisschen länger.
Liegt es denn daran, dass einfach der Schwierigkeitsgrad höher ist und man deswegen länger braucht, oder werden die Level auch so komplexer in ihren Strukturen und in der Größe? Sowohl als auch. Also der Schwierigkeitsgrad steigt sehr langsam. Also es ist eine sehr flache Kurve, wie der hochgeht. Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, gerade wenn Leute in das Genre vielleicht reinkommen. Ich würde mal sagen, so die ersten drei Welten sind noch alle relativ einfach und ab dann geht es sukzessive höher und später werden die Level zum einen größer und sie werden halt auch einfach schwieriger, auch was das Spiel von einem verlangt hinsichtlich irgendwelchen Moves, Bewegungen oder Gegnern. Ja, okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an, weil ich bin ja noch gar nicht so weit. Ich bin jetzt, Stand Sonntag, Mittag, bin ich in der, würdest du sagen, das ist die zweite oder die dritte Welt, wenn ich jetzt in dieser Schneewelt angekommen bin? Das ist offiziell die zweite. Die zweite Welt. Ich glaube, diese Blüteninsel gilt nicht als eigene so richtige Welt, sondern ist eher so eine Übergangswelt, ja, genau, ne? wo man immer zwischen jedem Level oder jeder Welt muss man da ja mal einmal durch und ein paar zusätzliche Level machen. Ah, verstehe. Das heißt, da kommt man immer wieder zurück. Ist wie so eine kleine Hubworld quasi. Genau. Und dann kann man wahrscheinlich dann auch, wenn man, gibt es Warp-Möglichkeiten später? Also, dass man sich von einer Welt zur anderen warpen kann? Oder ist dann quasi das der Weg, dass man trotzdem, wenn man jetzt in Welt 2 ist, relativ zügig auch in Welt 7 kommt? Das kannst du eigentlich von Anfang an machen. Sobald du ein Level geschafft hast, kannst du mit der Starttaste in die Levelübersicht und dich eigentlich zu jedem bisher geschafften Level hinteleportieren. Ah, verstehe. Okay, siehst du, das habe ich noch gar nicht rausgefunden. Aber wir sind jetzt schon relativ ins Detail reingegangen. Du hast ja das Spiel auch getestet. Möchtest du den Hörern und Hörerinnen mal verraten, was du dem Spiel für eine Wertung gegeben hast? Ja, das war eine ganz schwierige Geschichte. Ich bin ewig hin und her gewechselt zwischen der jetzigen Wertung der 9 und unserer Höchstwertung der 10. Ui. Und ja, es war wirklich eine ganz schwierige Geschichte. Und letztendlich habe ich mich dann aber doch für die 9 entschieden. Wenn ich könnte, hätte ich eine 9,5 gegeben, weil für eine 10 hat es in meinen Augen dann trotz allem nicht ganz gereicht. Okay, auf die Gründe können wir ja dann gleich eingehen. Aber es ist auf jeden Fall spannend, dass du trotzdem so eine hohe Wertung zückst, wo du doch davor bei den New Super Mario Bros. Spielen immer gesagt hast, nee, das catcht dich nicht so richtig. Kannst du vielleicht drauf eingehen, was dich denn bei diesen New Super Mario Bros. Spielen persönlich nicht so gereizt hat, was jetzt bei Mario Wonder aber besser umgesetzt wurde? Das ist zum einen so ein bisschen, gut, die Optik ist immer noch dieselbe, aber es ist so allgemein dieses Spielgefühl, diese New Super Mario Spiele. Ich habe das New Super Mario Wii U damals auf der Wii U gespielt und habe das, glaube ich, 4 oder 5 Level gespielt und es ist bei mir irgendwie nicht dieser Flow aufgekommen, den ich früher hatte, wenn ich auf dem NES oder auf dem Super NES oder auch auf dem N64 Mario-Spiele gespielt habe. Also der Funke wollte nie so wirklich überspringen. Und als die Ankündigung für New Super Mario Bros. Wonder kam, war ohne ich New. Auch relativ. Ohne New, ganz wichtig. Das wird ja weggelassen. Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. als da die Ankündigung kam, dachte ich mir erst, wird mich jetzt auch relativ links liegen lassen. Und dann habe ich diese Wunderelemente quasi mal gesehen und dachte mir, wow, das sieht mal nach was komplett anderem aus. Das hat mich interessiert. Und das war dann auch das erste Super Mario-Spiel, für das ich mich wirklich mal bei uns gemeldet hatte zum Testen. Und als ich es gekriegt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich wirklich ein bisschen Bammel, dass diese Wunder-Events oder diese Wundereffekte, die man im Spiel hat, dass das so eine relative Eintagsfliege wird und man das Beste schon alles im Trailer gesehen hat und sich alles irgendwann wiederholt. Und ich kann sagen, da bin ich Gott sei Dank eines Besseren belehrt worden, weil bis zum Spielende bleiben diese ganzen Events mega originell, überraschen einen immer noch. Und das war eines der Hauptgründe, warum ich wohl sagen würde, das hat mich gepackt. Das war aber was Neues, aber jetzt nichts, wo sich komplette Gameplay-Mechaniken verschieben. Denn ansonsten funktioniert der Rest ja eigentlich immer noch nach der alten, bewährten Mario-Formel. Also die Steuerung ist präzise, die Gegnervielfalt ist relativ groß. Es passiert auch verdammt viel innerhalb der Welten. Also die Level sind lebendig und vollgefüllt.
Es war im Endeffekt, dass ich gesagt habe, ich gebe dem Spiel die Chance, dieses Wunder-Event. Also das ist auch der große Werbepunkt, den Nintendo jetzt bei dem Spiel ansetzt, alleine schon wegen dem Namen Super Mario Bros. Wonder. Also das ist ja so die große Neuerung in dem Spiel, weil du hast schon richtig gesagt, wenn man jetzt diese Wonder-Events weglassen würde, dann könnte man ja schon von dem klassischen Super Mario World 2 oder sowas reden, weil man hat ja diese große Oberwelt, geht von Level zu Level und spielt sich dann eben immer näher Richtung Bowser hin. Aber dadurch, dass man eben diese Wonder Bloom Events hat, passiert eben in, ja, also bisher, ich bin ja erst in Welt 2 angekommen, aber bisher ist eigentlich immer etwas komplett anderes passiert und teilweise auch so komplett verrückte Dinge, dass dann irgendwie die Pflanzen, also diese, wie heißen die, Mutant-Tyrannia-Pflanzen halt, die dass die anfangen zu singen oder dass die Welt sich erschüttert, dass dann irgendwie anfangen Steine zu rollen oder sowas. Also da passiert immer irgendwas anderes und ich glaube, das war auch für dich der Punkt, der dich dann an der Stange gehalten hat, bis zum Ende, oder? Ja, und das ist wirklich erstaunlich, wie originell das bis zum Ende bleibt. Also ich kann da jetzt minimal spoilern, die schaffen sogar, dass manche Level oder Spielelemente sich komplett umändern. Das heißt, man nimmt eine Blume auf und plötzlich verändert sich die Perspektive und aus dem Spiel wird plötzlich ein Top-Down-Spiel, wo du von oben auf deine Figur guckst und durch den Level, ohne dass der sich dreht oder so, plötzlich auf dem Hintergrund rumläufst. Das ist krass, aber das hat man auch schon im Trailer gesehen, deswegen habe ich da auch schon ein Bild vor Augen, wie das ungefähr aussieht. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass man wirklich mit allem rechnen muss, wenn man dieses Wunderblumen-Element einsammelt. Tatsächlich ist es aber nicht Pflicht, das Ding in jedem Level einzusammeln, sondern das ist quasi ein Secret, das man finden kann, ne? Ja, also du brauchst es, um an die Wundersamen ranzukommen. Das sind ja diese Collectibles, die du nachher auch für die 100% brauchst. Aber um den Level zu schaffen, musst du sie nicht einsammeln. Das ist richtig. Also du musst diese Events nicht zwangsweise starten. Genau, es ist so ein bisschen, es ist so vergleichbar mit den Sternen in Super Mario 64 zum Beispiel, dass man eben in jedem Level sich diese Wundersamen einsammeln muss und je nachdem besonderen Levels gibt es dann manchmal so Sperren, wo es dann heißt, für dieses Level brauchst du 6 Wundersamen, sonst kannst du das Level nicht spielen. Und das ist halt so diese Fortschrittsschranke, die drin ist, weil man kommt ja auf der Oberwelt auch immer wieder auf so Plätze, wo man mehr oder weniger die freie Wahl hat, welches Level man jetzt als nächstes spielen kann. Also da hat man dann relativ viel Freiheiten und um dann eben zu verhindern, dass man direkt zum Endgegner läuft, gibt es dann eben diese künstliche Beschränkung damit, dass man erst die anderen Levels so weit gespielt haben muss, dass man eben die entsprechende Menge an Wundersamen eingesammelt hat. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es eigentlich in so einem Level maximal 2 Wundersamen und oder 3, nicht ganz 3. Jedenfalls, man bekommt einen Wundersamen, wenn man das Level ganz normal beendet hat und man bekommt einen Wundersamen, wenn man dieses Wonder-Element ausgelöst und erfolgreich wieder beendet hat. Wie bekommt man denn noch einen weiteren Wundersamen? Manche Level haben einen zweiten Ausgang, den man finden muss. Und wenn man diesen zweiten Ausgang quasi über den Level verlässt, kriegt man noch einen weiteren Wundersamen. Würdest du auch sagen, dass dann in diesen Levels nochmal dieses Exploring-Ding, also dass man quasi das Level noch ein bisschen mehr erkundet, dass dann das ausgeprägter ist? Also sind die Levels dann da weniger linear oder sind das dann trotzdem in einem linearen Level so unsichtbare Blöcke, die man halt mehr oder weniger durch Zufall dann findet? Unsichtbare Blöcke nicht. Also es ist immer noch relativ lineal. Ich würde jetzt hier nicht davon sprechen, dass sich das Spiel plötzlich teilweise in so ein Metroidvania verwandelt, wo man wirklich verschiedene Pfade nehmen kann oder dergleichen. Aber man muss schon teilweise wirklich die Augen offen halten. Denn es sind so kleine Details, dass man zum Beispiel aus dem Augenwinkel oberhalb des Bildschirms eine Plattform sieht. Und man denkt, wie komme ich da jetzt hoch? Und dann sieht man, dass da Gegner rumspringen und die muss man nutzen, um da oben anzukommen. Genau, da kann man ja beispielsweise auch das neue Power-Up verwenden, wo man quasi die Gegner in diese Blubberblasen einfangen kann und dann die als Plattform verwendet. Ja, man muss auch teilweise die Power-Ups, vor allem die neuen, dafür nutzen, um bestimmte Bereiche im Spiel zu öffnen. Also es gibt zum Beispiel einen Bereich, sage jetzt nicht in welchem Level, aber wenn man da den geheimen Ausgang finden möchte, muss man am Anfang des Levels kriegt man dieses Elefanten-Power-Up. Ja.
Und man muss bis zum Ende des Levels durchkommen, ohne dieses Power-Up zu verlieren, weil ansonsten kann man den Zugang zum geheimen Level nicht öffnen. Ah, und dann ist da wahrscheinlich so eine Pflanze, die man bewässern muss oder sowas. Nee, das sind Blöcke, die man aber mit keinem anderen Item, beziehungsweise da sind keine Gegner in der Nähe, die man dagegen werfen könnte. Und dementsprechend muss man mit einem Rüssel dagegen schlagen. Verstehe. Aber dann können wir auch mal direkt über die drei neuen Items reden, die dieses Spiel jetzt gebracht hat. Wir haben einmal das Elefantenkostüm, kann man ja kurz zusammenfassen. Man kann damit Wasser spritzen, man kann Blöcke kaputt machen und eben nach oben schlagen. Aber ich glaube, das war es so im Grunde. Das sind ja. So die großen Fähigkeiten, wenn man Elefant ist. Meine ursprüngliche Angst, dass sich das dann deutlich langsamer spielt, hat sich nicht bestätigt. Also man spielt eigentlich fast noch genauso flott, wie wenn man jetzt wenn man einen normalen Charakter spielen würde, ohne Elefantenkostüm. Dann ein Power-Up, das ich noch gar nicht bisher freigeschalten habe, das kommt erst später, ist dieser Bohrer, der es einem halt erlaubt, an bestimmten Untergründen, wie ich mittlerweile auch schon erfahren habe, eben unter die Erde zu gehen oder auch an die Decke, um sich dann da quasi entlang zu warpen. Und das dritte neue Item ist eben dieses Blubberblasen-Feuerblumending. So nenne ich es jetzt einfach mal. Es funktioniert im Grunde wie eine klassische Feuerblume, nur halt, dass man keine Feuerbälle schießt, sondern eben solche Blubberblasen, die dann aber auch die Gegner direkt einfangen kann, sodass man die dann als Plattform beispielsweise verwenden kann. Welche von den drei neuen Items gefällt dir denn am besten? Das ist schwierig. Ich schwanke da zwischen dem Elefanten-Power-Up und diesem Boa-Kopf. Der Boa-Kopf ist halt echt toll, wenn man es ein bisschen eiliger hat, denn man kann, wenn man sich geschickt anstellt, große Teile eines Levels quasi überspringen. Denn indem man sich da teilweise unter Gegnern durchgräbt oder dergleichen. Der Elefant ist halt insofern toll, weil der echt vielseitig ist. Und in manchen Leveln ist das zum Beispiel elementar wichtig, dass man dieses mit seinem Rüssel dieses Wasser verspritzt. Weil man sonst an gewisse Bereiche nicht rankommt oder halt einfach die Jump-Run-Einlagen schwieriger werden. Man wird auch sehr viel belohnt, wenn man quasi immer diese, also man kann ja das Blumen bewässern und wenn man dann die bewässert, dann springen da meistens irgendwelche lila Münzen raus oder gelbe Münzen. Was die lila Münzen bringen, können wir vielleicht auch gleich noch eingehen, aber du hast recht, man wird auf jeden Fall immer belohnt, wenn man das verwendet. Ja, und ich muss sagen, die Seifenblasenblume, das war so ein bisschen die Enttäuschung des Spiels. Die habe ich, wenn es ging, eigentlich so gut wie niemals verwendet. Zum einen, weil mir diese Seifenblasen zu langsam fliegen. Das ist, wenn man Gegner bekämpfen will, jetzt nicht so ideal, finde ich. Und man kann diese Seifenblasen auch benutzen, ohne dass Gegner drin sind. Nur, das wird teilweise wirklich selten genutzt. Also man muss es nicht wirklich häufig benutzen, um irgendwo hinzukommen. Und dafür ist dann irgendwie dieser Win-Win-Effekt nicht da, dass ich mir sage, okay, ich greife damit Gegner an und kann sie fürs Plattformen benutzen. Dementsprechend fand ich die eher schwach und jetzt nicht so unglaublich gut im Spiel integriert. Ja, das deckt sich auch so ein bisschen mit meinem ersten Eindruck. Also ich finde auch dieses Blubberblasen-Power-Up, das finde ich relativ unspannend. War wahrscheinlich auch nur so ein Feature, das man reinbringt, um noch ein weiteres Item mit zu integrieren in dieses Spiel. Da hätte man aber durchaus noch ein bisschen kreativer sein können und ja, vielleicht noch irgendwie ein Flugelement mit reinbringen können, weil das fehlt ja jetzt komplett. Also man hat jetzt nicht irgendwie diese Propeller-Items von den New Super Mario Bros. Spielen oder auch kein Tanuki-Kostüm, wo man eben dann durch die Levels fliegen kann. Also das fehlt komplett in dem Spiel. Ich weiß aber nicht, ob das nicht im Endeffekt gerade bei den Wunder-Events ziemlich viel kaputt gemacht hätte oder die teilweise wirklich unmöglich gemacht hätte. Also ich sehe schon aus Gameplay-Design-technischer Sicht, warum sie es nicht gemacht haben. Ich glaube, wenn du diese Wunder-Events nicht gehabt hättest, dann hätte man sowas einführen können. Aber viele Wunder-Events verlangen ja auch, dass du wirklich an Ort und Stelle bist. Und wenn du dann so ein Item hast, mit dem du wirklich an höher gelegenen Ebenen kommst, hätten sie das, glaube ich, entweder unnötig verkomplizieren müssen, dich irgendwie restriktieren müssen oder hätten es weglassen müssen. Ja, wahrscheinlich hätte dann das Level-Design auch grundlegend nochmal anders aussehen müssen, weil du hattest ja auch vorhin davon gesprochen, dass man einen besonderen Eingang von dem Level oben irgendwie am Rand entdeckt. Und dann muss man sich eben überlegen, wie kommt man da hin? Und wenn man jetzt irgendwie ein Item wie den Propellerhut hätte, dann könnte man sich einfach kurz hochschießen und dann wäre quasi die ganze Challenge dahinter einfach, ja, nicht vorhanden. Also ich kann das auch verstehen, warum das nicht da ist. Aber der Kompromiss ist dann eben, dass jetzt
so eine komische Blubberblasen-Geschichte mit dabei ist, die aber ja keinen so richtig erfreut. Nee, ist richtig. Ich habe es ja auch schon von anderen Testern gehört, dass dieses Blubberblasen-Item schon hinter den anderen beiden zurückbleibt. Aber 2 von 3, damit kann man ja leben. Reden wir mal so ein bisschen über den Content, den man während des Spiels macht, der einen so ein bisschen an der Stange hält. Also man pro Level gibt es ja immer 3 solche lila Münzen, also die dann eine 10 drauf haben, so 10er Münzen und so kleinere lila Münzen. Was bringen die einem denn und zählen die auch zu den 100% mit dazu? Die lila Münzen sind quasi deine Währung für den Ingame-Shop. Ja, auch Super Mario braucht mittlerweile einen Ingame-Shop, was ich jetzt nicht so genial fand, aber gut. Damit kann man sich im Endeffekt zweierlei Sachen kaufen, dreierlei. Zum einen kann man sich in den Shops Abzeichen kaufen. Das sind ja diese passiven oder aktiven Boni, die man sich vor jedem Level ausrüsten kann und die einen entweder zum Beispiel höher springen lassen, die Blöcke im Level erscheinen lassen, die einem helfen oder, wenn man es richtig einfach haben möchte, die einem davor bewahren, dass man in den Abgrund fällt, dann springt der Charakter automatisch wieder einmal raus. Die kann man sich teilweise kaufen. Zwar nicht alle, aber manche. Gehen wir gleich noch drauf ein. Genau, und ansonsten kann man sich in den Shops noch extra Leben kaufen. Das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, vor allem wenn man an die späteren Challenge-Levels geht, aber da kommen wir bestimmt auch noch zu. Und man kann sich die Aufsteller für den Multiplayer kaufen. Diese netten kleinen Pappaufsteller, die jeder Charakter hat und die man für den Multiplayer aufstellen kann. Da eine Frage, die mich jetzt also ich habe ja auch schon so ein paar Dinge mehr in dem Shop gekauft, auch mit diesen lila Münzen. Zum einen, ist es wirklich komplett random, welches von diesen Schildern man bekommt? Also im Sinne von, kann es auch sein, wenn man jetzt am Ende 99 von 100 möglichen hat, dass man quasi immer nur welche bekommt, die man eh schon hat, aber nicht das Fehlende? Also dass es da so ein Zufallselement gibt. Jetzt werde ich ein bisschen spoilern, aber wirklich nicht großartig. Ich kann es dir deswegen nicht sagen, weil ich mich erst sehr spät mit diesen Aufstellern beschäftigt habe und du kommst später im Laufe des Spiels in eine Spezialwelt und dort ist ein Händler, wo du gezielt alle Aufsteller kaufen kannst. Ah, okay. Also das merke ich mir schon mal. Ist auch ganz gut, dann kann ich das. Man kann ja sich auch tatsächlich Wunderblumen kaufen in diesen Shops, aber sie sind relativ teuer. Aber ich glaube, die muss man wahrscheinlich für die 100% sowieso irgendwann gekauft haben. Deswegen habe ich mir die auch immer direkt mit als erstes gekauft. So analog zu, dass man auch in Mario Odyssey sich so ein paar Monde in diesen Shops kaufen konnte. Ja, genau. Die hatte ich jetzt sogar ganz vergessen. Ja, es gibt pro Welt immer wieder mal Shops, da kann man sich die Wunderblumen kaufen, da hast du recht. Genau. Und die sind für die 100% wichtig. Und für die 100% wichtig sind auch die 3 lila 10er-Münzen, die man kriegt. Die gibt es in jedem Level, ne? Also in jedem großen Level. Genau, in jedem Level gibt es diese 10er-Münzen und die muss man einsammeln, wenn man auf die 100% kommen möchte. Und zusätzlich, das war so eine Sache, die hätte ich gerne gewusst, bevor ich das Spiel gestartet habe, wenn man den Level abschließt und nicht ganz oben auf dieser Fahnenstange auf die Spitze springt, dann kriegt man so ein Wunderbar. Das zählt auch zu den 100%. Ah, verstehe. Also ich versuche natürlich von mir aus immer schon ganz oben hinzukommen, aber manchmal schafft man es halt nicht. Das heißt, theoretisch könnte ich dann das Level direkt nochmal neu starten, weil wenn ich es auf 100% durchspielen will, muss ich es eh irgendwann gemacht haben. Ja, und dann ein kleiner Tipp. Ich meinte, mache ich gleich mal ein bisschen Eigenwerbung. Auf ntower.de haben wir jetzt mittlerweile 2, vielleicht, wenn ihr das hört, schon 3 Guides, die sowas unter anderem beinhalten. Wenn ihr in die Level-Auswahl geht, also wo man die ganzen Level sich angucken kann, dann ist hinter dem bei jedem Level aufgelistet, was man für Sachen einsammeln kann. Also Wundersamen, die 3 Zehnermünzen und ob man das die Spitze erreicht hat. Und wenn man in jedem Level diese 100% hat, dann erscheint ein transparenter Haken im Hintergrund. Ah, okay, verstehe. Das heißt, man weiß dann auch konkret, okay, in dem Level habe ich jetzt alles entdeckt, was es zu entdecken gibt, da muss ich nicht nochmal reingehen. Genau, und wenn es einen dritten Wundersamen gibt, dann sieht man das auch, erkennt man das auch daran, dass wenn man die Wundersamen hat, jetzt zum Beispiel, du hast 2 Wundersamen, du hast 3 lila Münzen und du hast das Wunderbar geschafft und der Haken fehlt immer noch. Dann weißt du, irgendwas in diesem Level fehlt. Und dann meistens ist es wahrscheinlich dann so ein Secret Exit. Genau.
Das ist so ein bisschen wie bei Super Mario World, dass man eben mal eine rote Plattform hat und mal eine blaue Plattform und das dann je nach quasi anhand des Farbsystems, auch wenn es einem niemand erklärt, dann dir anzeigt, ob es da noch irgendwas freizuschalten oder zu entdecken gibt oder eben nicht. Also ich finde es immer nett, wenn da einem das Spiel so ein bisschen an die Hand nimmt und nicht irgendwie direkt drauf zeigt, du musst da hinlaufen und dann das tun, damit du da eben weiterkommst, sondern nee, man bekommt nur einen Hinweis, hey, guck mal, in dem Level ist noch was. Und ich finde, das ist so genau die Menge an Führung, die ich haben möchte und die ich auch brauche, dass ich nicht dazu gewillt bin, irgendwie mir online eine Komplettlösung rauszuziehen, wenn ich es dann auch auf 100% spielen möchte. Ja, und das macht das Spiel auch wirklich gut. Also wie du schon sagst, man weiß halt, da ist irgendwas und dann gehst du aber auch ganz anders in diesen Level hinein. Dadurch, dass es ja auch kein Zeitlimit mehr gibt, was ich übrigens super finde, ja, kannst du in aller Ruhe dir durch den Level gehen und gucken, okay, wo könnte denn jetzt hier eine mögliche Stelle sein, was habe ich übersehen? Und also in meinem Fall war das so, dass ich durch den einen oder anderen Level wirklich durchgelaufen bin und erst mit offenen Augen an diesem geheimen Levelausgang vorbeigelaufen bin und wirklich 3 bis 4 Anläufe gebraucht habe, bis ich gecheckt habe, ach, da ist ja was. Ach, krass. Ja, also bin ich schon gespannt drauf, wie das dann bei mir sein wird und wie lange ich dann brauchen werde, weil ich ja nicht mehr so der extreme Zocker bin, der jetzt irgendwie jeden Tag 3-4 Stunden vor der Kiste sitzt. Wie lange das dann dauert, bis ich das auf 100% durchgespielt habe, aber das habe ich mir tatsächlich fest vorgenommen, das will ich auf jeden Fall noch machen, weil Mario-Spiele habe ich bisher immer zu 100% durchgespielt. Das ist so mein Stable, den möchte ich auch durchhalten. Nachdem ich bei Zelda bisher, also bei dem neuen Teil, so Tears of the Kingdom, so krachend dran gescheitert bin, aber vielleicht lege ich da auch im Ende des Jahres vielleicht noch mal ein bisschen nach. So, reden wir als nächstes über diese Abzeichen, die du schon angesprochen hattest. Es gibt die ja in verschiedenen Kategorien und was ich auch sehr positiv fand, es ist jetzt nicht so wie in anderen Spielen, wenn man irgendwie neue Items einsammelt, dass man die dann irgendwie hortet, aber nie verwendet, sondern man wird ja vom Spiel wirklich aktiv dazu aufgefordert, hey, nutz doch jetzt für das nächste Level mal dieses Item hier, das du jetzt neu bekommen hast. Und dann macht man es sich dran und dann ist dann quasi das auch immer automatisch vorausgewählt, wenn man das Level dann, das danach kommt, startet. Also man wird vom Spiel sehr ermuntert, immer wieder diese Abzeichen, die einem verschiedene Fähigkeiten bringen, einzusetzen. Wie hat dir denn dieses Element gefallen? Das hat mir ganz gut gefallen, vor allem, weil man kann mit diesen Abzeichen sich das Spielgefühl und auch das Spielerlebnis komplett anpassen. Das heißt, es gibt Abzeichen, die kannst du jemanden, der mit Jump'n'Runs rein gar nichts am Hut hat, anlegen und du weißt, okay, eben wie schon erwähnt, wenn der jetzt da in den Abgrund runterfällt, dann wird er einmal wieder hochgeschubst oder eines der Abzeichen lässt Blöcke im Spiel erscheinen, also in dem jeweiligen Level, die an kritischen Stellen sind, dass man da zum Beispiel über den Abgrund drüber laufen kann oder die helfen ein bisschen bei manchen anderen Plattformer-Einlagen. Auf der anderen Seite kannst du es auch ganz umgekehrt machen. Es gibt ja auch Abzeichen, die erschweren dir das Spiel ungemein. Die bringen dir noch eine zusätzliche Technik mit rein. Das sind diese Profi-Abzeichen. Eins zum Beispiel macht dich unsichtbar. Das heißt, du siehst, die Gegner sehen dich nicht, aber du siehst deine eigene Figur auch nicht. Du erkennst sie nur, wenn du hochspringst an dieser kleinen Staubwolke. Und das war's. Das habe ich auch schon gesehen in Videos. Das stelle ich mir auch unfassbar schwer vor. Ist es denn so, dass man vom Spiel dann belohnt wird, wenn man das verwendet? Oder ist es quasi so eine Challenge, die man sich selber aufbürden kann, aber die man eigentlich nicht zwingend muss? Das ist rein optional. Also du kriegst auch keine Belohnung oder sonst irgendwas. Es ist wirklich dafür da, wenn du dir noch ein Quäntchen extra Herausforderung aufbürden möchtest, dann machst du das. Das ist mir tatsächlich sehr sympathisch so. Ja, und das Einzige, wo du sie wirklich brauchst, sind halt diese Herausforderungslevel, wo du dein Abzeichen automatisch angelegt bekommst und dann halt auf dem mit diesem Abzeichen verschiedene Jump'n'Run-Einlagen schaffen musst. Und da ist es dann halt wichtig, dass du die beherrschst. Ja. Und man hat ja neben diesen typischen normalen Levels auch relativ viele von diesen kleineren Levels, die dann teilweise auch nur aus einem Screen bestehen. Und da lernt man die Abzeichen ja auch immer mal wieder ein bisschen kennen. Und beispielsweise gibt es dann so ein Schwimmabzeichen, das einen wie ein Delfin schwimmen lässt. Also so ein bisschen fühlt sich das dann an, wie wenn man bei Donkey Kong schwimmt.
Und da muss man dann quasi in Form eines kleinen Rennens dann eben diese drei Zehnermünzen einsammeln. Das ist dann auch so eine extra Abzeichen-Challenge. Und solche Levels gibt es immer wieder, ich glaube, über das komplette Spiel hindurch. Ja, das sind die sogenannten Verschnaufpausen und ich finde die eigentlich ganz schön, weil das ist auch wieder so ein Ding für vor allem für Anfänger, finde ich, denn diese Verschnaufpausen geben dir auch alle ein Wunder, so eine Wunderblume. Das heißt, du kommst allein mit diesen Verschnaufpausen an die nötige Anzahl an Blumen, damit du die abgesperrten Level öffnen kannst. Und das ist wieder so ein weiteres Beispiel für die tolle Zugänglichkeit von Wanda. Weil das einfach nur der Hinsicht ja fast schon so ein bisschen eine Führungsrolle für mich hat. Denn du kannst dieses Spiel tatsächlich jemandem geben, der es überhaupt nicht kann. Du könntest es auch theoretisch mit, dank Yoshi und Mopsy, die ja Charaktere sind, die keinen Schaden kriegen, kannst das auch einem kleinen Kind in die Hand drücken und kannst mit dem zusammenspielen, ohne dass Frust aufkommt, weil es vielleicht jetzt einfach mal öfters sterben würde, wenn es einen normalen Charakter spielt. Und Ja, und da kommt dann auch noch die flache Lernkurve mit dazu, die du angesprochen hast, ne? genau, also in Sachen Zugänglichkeit ist Super Mario Wonder, und das habe ich auch bei uns im Test geschrieben, wirklich ein Vorzeigebeispiel, an dem sich wirklich viele andere Jump-Runs gerne eine Scheibe abschneiden können. Absolut, also und das ist ja auch, finde ich, ein großer Wert, weil wenn wir jetzt, also ich habe ja gerade eben das Donkey Kong angesprochen, wenn man jetzt daran denkt, also ich finde, diese neuen Donkey Kong Country Spiele, natürlich auf der einen Seite, uns freut es schon, wenn man eine gewisse Challenge serviert bekommt, aber die Donkey Kong Spiele, allein auch um die durchzuspielen, die sind richtig, richtig knackig. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Zielgruppe von so einem Super Mario Bros. Wonder schon auch viele Kinder sind, die jetzt vielleicht gerade so in die Schule kommen und eben so ihr erstes 2D-Mario-Spiel spielen und die dürften auch das Spiel schaffen, ohne ja ständig vor Wut in Tränen auszubrechen. Ja, auf jeden Fall. Also die Zielgruppe ist jünger. Das kriegst du ja allgemein durchgehend mit. Und ja, eben auch durch diese Abzeichen, dass du alles so anpassen kannst, wie du möchtest. Hast du auch, wenn es dir zu einfach ist, ja, dann schmeißt du dir halt das Jet-Abzeichen ran, wo du nur noch schnell rennen kannst und nicht mehr aufhören kannst. Und versuchst damit halt mal dein Level fertig zu machen. Ja, das ist auch so ein typisches Speedrun-Ding, ne? Ja. Da ist es halt schade, dass da kein Timer runterläuft, weil das hätte vielleicht noch diesen Online-Aspekt ein bisschen verstärkt, dass man quasi so Online-Leaderboards hätte und dann jeder da stellt eine Zeit auf in dem Level und dann kann man sehen, wer das Level am schnellsten beendet. Wobei ich da persönlich auch wieder nicht der größte Fan von bin, weil gefühlt, wenn sowas online dann zur Verfügung steht, wird man einem immer nur vor die Nase geführt, wie schlecht man eigentlich in dem Spiel ist und wie viel schneller die Ja. anderen sind. Ja. Um auch diesen Online-Aspekt nochmal anzusprechen, also man kann quasi in den Oberwelten dieses Online-Ding aktivieren, wenn man zu so komischen Satelliten läuft und dann kann man eben sagen, hey, verbinde mich mit dem Online-Modus und dann auf einmal laufen andere Charaktere mit über die Welt rum. Wie hat dir denn dieses Element gefallen, auch wohl im Hinterkopf belassen dessen, dass es in einem Super Mario Maker möglich ist, also Super Mario Maker 2, auch Spiele direkt zusammen oder gegeneinander zu spielen. Wie findest du jetzt diesen neuen Online-Aspekt, der da drin ist? Ich finde den besser. Und zwar, also zum einen, kurz nochmal, kurze Berichtigung, mal kurzer Klugscheiß-Moment. Du kannst den Online-Modus jederzeit anstellen. Diese Stationen sind einfach nur dafür da, um dir nochmal das Ganze zu erklären. Du kannst einfach Start drücken und dann kannst du den Online-Modus anschalten. Okay, verstehe. Ich finde es insofern besser, dass nur diese Phantome rumlaufen, weil es für mich ein bisschen das Spielgefühl kaputt machen würde, glaube ich, wenn lauter andere feste, in Anführungszeichen, Charaktere da rumlaufen würden. Also ich glaube, mich würde es mega stören. Ich fand schon die Phantome an sich hart an der Grenze, dass ich sage, okay, ich sehe jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche Schemen durch die Gegend laufen. Es ist relativ messy dann, ne? Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe ja das Spiel bisher auch immer nur alleine gespielt. Und wenn man dann in den Online-Modus geht, dann sieht man halt wirklich ständig irgendwelche Figuren rumlaufen. Das kann einen auch so ein bisschen aus der Fassung bringen, weil ich habe auch schon teilweise dann mal den Überblick so ein bisschen verloren und habe auf einmal auf den anderen Charakter geguckt und habe versucht, den zu steuern. Ja, aber ich finde, das geht alles noch und sie haben es ganz geschickt gemacht. Ich habe ja vorhin schon die Aufsteller erwähnt, die man in den Shops kaufen kann und
die haben tatsächlich auch einen Nutzen im Multiplayer und einen, für den es sich dann teilweise sogar lohnt, den Multiplayer anzumachen, wenn man jetzt nicht komplett von diesen Schemen genervt ist. Denn wenn man im Multiplayer-Modus stirbt, während ein anderer Spieler im gleichen Level ist, dann wird man zu einem Geist und der kann von anderen Spielern wiederbelebt werden. Oder indem man als Geist zu einem von diesen aufgestellten Pappaufstellern läuft. Das heißt, das ist dann quasi nochmal so eine zweite Chance, die man kriegt, ohne dass man den Level neu starten muss. Ist man denn gezwungen, für die 100% auch das Ganze online zu spielen? Gibt es da irgendwelche Dinge, die man nur machen kann, wenn man im Online-Modus spielt? Oder kann man denn quasi auch komplett ausblenden, wenn man keinen Bock auf sowas hat? Ich würde jetzt mal sagen, den kannst du komplett ausblenden. Es gibt einen kleinen Kniff, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dazu mitgehört, zur 100%-Challenge. Wenn du andere Spieler wiederbelebst oder die beleben sich mit Hilfe deines Aufstellers, kriegst du Herzpunkte. Die sind dann neben deinem Namen, der dann erscheint, sind die sichtbar. Und das symbolisiert im Endeffekt, wie sehr habe ich anderen Spielern geholfen. Aber ich habe jetzt keinerlei Anzeichen dazu gefunden, dass es da irgendeine Höchstmenge gibt, die man erreichen muss, um eins von diesen 100%-Dingern zu kriegen. Wird man denn auf eine andere Art und Weise belohnt, wenn man diese Herzpunkte sammelt? Bis jetzt habe ich nichts festgestellt und ich habe das jetzt wirklich seit jetzt mittlerweile 2,5 Wochen bin ich nonstop am Spielen und habe nichts dergleichen festgestellt. Okay, verstehe. Finde ich tatsächlich auch besser, weil so wie jetzt ich den Online-Modus erlebt habe, stört er mich, glaube ich, mehr, als dass er mir irgendwie Mehrwert gibt, weil dass da irgendwie andere Figuren rumlaufen, kann ich nicht brauchen, wenn ich da jetzt irgendwie ganz normal für mich spiele. Also mich hat es ein bisschen irritiert, aber ich werde dem Ganzen nochmal eine Chance geben, weil bisher ist es bei mir nur der Ersteindruck gewesen. Hat man denn die Möglichkeit, unendlich viele von diesen Aufstellern im Level zu verteilen oder hat man quasi dann eins pro Level? Du kannst ihn jederzeit aufstellen, sobald du ihn einmal neu aufstellst, ist der alte halt weg. Ah, okay. Ist er dann einmal pro Level oder einmal insgesamt nur verfügbar? Nee, also er ist einmal pro Level verfügbar. Das heißt, du stellst ihn auf und nehmen wir mal an, du bist jetzt noch mal fünf Bildschirme weitergekommen. Dann stellst du ihn wieder auf, dann ist er halt am Level Anfang, wo du ihn zum ersten Mal aufgestellt hast, weg. Und kann man quasi diese Herzpunkte auch dann sammeln, wenn man nicht mehr spielt? Wenn dann quasi andere das Level dann spielen würden und dann deinen Charakter sehen oder deinen Schild sehen? Oder ist es quasi nur dann aktiviert, wenn man selber aktiv spielt? Es ist nur aktiv, wenn du selbst spielst. Und auch nur wahrscheinlich dann in dem Level? Genau, nur in diesem einen Level. Also sobald du aus dem Level raus bist, verschwinden auch deine Aufsteller alle. Ah, okay, verstehe. Interessant, interessant. Es wird wahrscheinlich dann vor allem gegen später relevanter, wenn dann die Levels ein bisschen schwerer werden, weil ich glaube, ich habe jetzt vielleicht so 3 Stunden gespielt, aber gefühlt bin ich nur einmal gestorben. Also ich kann mich nur an ein einziges Ableben bisher erinnern. Also ja, so schwierig ist es noch nicht. Nee, ist es nicht. Also ich bin auch gegen Ende relativ gut durchgekommen und bin nicht sehr oft gestorben. Das einzige Mal, wo ich wirklich unzählige Leben lassen musste, war der allerletzte Level. Da bin ich jetzt mittlerweile, weil ich mich ein bisschen dämlich anstelle, bei 265 Leben, die ich verbraucht habe. Okay, also die allerletzte Challenge, das gab es ja auch mal in so einem Entwickler-Interview, dass er gesagt hat, dieses letzte Abzeichen zu bekommen, ich denke mal, darauf läuft es dann hinaus. Das ist unfassbar schwierig. Und da hat man wahrscheinlich dann wirklich in dieser flachen Lernkurve, die du vorhin angesprochen hast, halt dann ganz am Ende nochmal so eine krasse Spitze. Aber das ist man von Mario-Spielen ja mittlerweile gewohnt, weil diese finale Challenge, man erinnert sich an Super Mario Galaxy 2 oder an Mario Odyssey oder auch an 3D Land, die ist immer richtig schwierig und die fordert einem wirklich alles ab, was man in den Stunden davor in dem Spiel gelernt hat. Ja, es ist wirklich meine Frau saß da teilweise neben mir und hat zugeguckt und was ich da geflucht habe und ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich hänge noch im letzten Teil von diesem Level rum und ich werde es irgendwann schaffen, aber jetzt gerade brauche ich davon ebenfalls eine kleine Pause. Ach, verrückt. Und wahrscheinlich, wenn du jetzt über 200 Leben verspielt hast, bist du ja dann auch mal Game Over gegangen, oder? Ja, das ist total unspektakulär. Ich dachte mir auch, oh Gott, was passiert denn jetzt? Ja. Wenn du Game Over bist, fliegst du aus dem Level raus und verlierst deinen Fortschritt, den du in dem Level gesammelt hast. Also wenn du irgendwelche Münzen gesammelt hast bis dahin, dann sind die weg.
Und du verlierst eine, ich glaube, 30 oder 40 lila Münzen. Und okay, dann das kriegst ist nicht du, so viel. Nee, dann kriegst du 5 extra Leben und dann kannst du weitermachen. Okay, also würdest du sagen, es ist sinnvoll, wenn man jetzt irgendwie an einem Level scheitert und scheitert und scheitert und dann merkt, okay, ich gehe jetzt gleich Game Over, dann lieber die lila Münzen in neue Leben zu investieren oder ist es eigentlich völlig egal? Also da man irgendwann in, wenn man nicht wirklich versucht, nonstop neue Aussteller zu kaufen, schwimmt man irgendwann in diesen Münzen. Und auch da gibt es dann auf dieser Extra-Welt einen Händler, der verkauft dir für 300 lila Münzen 99 extra Leben. Okay. Da kann man hingehen, einmal 300 Münzen ausgeben und dann ist man erstmal wieder versorgt. Dann ist man wieder versorgt. Und der Weg bis dahin, der ist ja auch nicht so steinig. Also es ist ja wirklich nur dieses letzte Level, das dich jetzt da so ans, ja, an die Verzweiflung gebracht hat. Ja, richtig. Okay, aber dann kann ich mich ja schon mal drauf einstellen. Es ist ja tatsächlich in fast jedem Nintendo-Spiel so, dass es immer eine Challenge gibt. Also sogar bei Captain Toad, eins der gefühlt einfachsten Spiele überhaupt, gibt es auch dieses letzte Level, wo man dann wirklich, keine Ahnung, 3-4 Stunden dran sitzt, um das zu schaffen, weil es halt wirklich nochmal richtig, richtig knackig wird. Aber ja, ich finde, das gehört auch so mit dazu, weil man muss ja auch ein bisschen stolz sein am Ende, dass man was geleistet hat. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, aber ich glaube, dann haben wir jetzt das Spiel umfangreich behandelt. Gibt es denn noch irgendwie einen Aspekt, den ich jetzt, weil ich das Spiel halt selber nicht durchgespielt habe, vergessen habe, den du noch gerne ansprechen möchtest? Ja, also eine Sache, die mich ein bisschen enttäuscht hat, das ist auch einer der Gründe, warum es bei mir dann unter anderem auch nicht für die absolute Traumwertung gereicht hat, das ist das Boss-Design. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, bis jetzt nur ein einziges Mal den ersten Boss erledigt, ja, oder? Ja, das ist quasi der Boss, den man schon in zig Trailern gesehen hat, also gegen Bowser Jr. habe ich gekämpft. Genau, und das ist jetzt böse, also Spoiler-Alert. Für dich du kannst ja unspezifisch bleiben. Ja, so unspezifisch kann ich leider nicht bleiben. Okay. Bleibt alles relativ repetitiv, sagen wir es mal so. Ah, okay. Ja, also quasi Koopalinge Reloaded, nur halt mit Bowser Jr. gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ja, ohne genau. es zu also, wissen. Man kämpft nur gegen Bowser Jr. im Endeffekt. Bis auf den okay. Endkampf, der ist dann klassisch wieder gegen Bowser, aber das hat mich mega enttäuscht. Also das fand ich ein bisschen einfallslos. Klar, die Kämpfe fühlen sich jedes Mal anders an und bringen andere Mechaniken mit sich, aber man trifft nur noch Bowser Jr. als Gegner. Das ist halt schade, weil man sich überlegt, selbst in dem allerersten New Super Mario Bros., also wirklich einem DS-Spiel, da hatte man die Kreativität, um dann mal gegen diesen Maulwurf im Panzer zu kämpfen oder gegen den Riesen-Goomba. Und das haben sie seitdem nicht mehr auf die Reihe bekommen, obwohl es ja eigentlich auf der Hand liegt. Und die haben ja auch gesagt in dem Spiel, sie hatten sich jetzt irgendwie kein Zeitlimit gesetzt, die Entwicklung ging so lange, wie es halt gedauert hat. Aber man hat dann quasi sämtliche Entwicklungs- und Ideenarbeit in diese Wunderblumen reingesteckt, aber sich keine Gedanken darüber gemacht, auch mal ein anderes Boss-Design anzuwenden. Also klar, die Bosse, die werden sich, hast du ja schon angedeutet, immer ein bisschen anders spielen, die Challenges sind immer ein bisschen anders. Aber warum kann man jetzt nicht beispielsweise einmal diesen Bowser Jr. mit einem Waluigi oder sowas austauschen? Ich glaube, die Leute würden völlig ausrasten, wenn das mal der Fall wäre. Das verstehe ich einfach nicht. Das habe ich auch nicht verstanden, weil eben das Spiel ist so originell und bringt so viele tolle Sachen mit sich und dann machen sie bei dem irgendwie sich die ganz leichte Arbeit und machen Copy und Paste und bringen immer den gleichen Gegner. Also das, da kann ich kann es mir nicht erklären. Ja, das war ein bisschen arg ernüchternd. Ich hatte am Anfang noch gehofft, okay, vielleicht zweimal hintereinander, beim dritten Mal wird es jetzt bestimmt wer anders. Und es ist ja auch so, dass manche Welten, da fehlt der Endboss komplett. Ja, also das ist quasi das letzte Level einfach ein ganz normales, klassisches Level, wo man eben zur Endfahne gelangen genau. muss. Genau. Und dann war es das. Dann geht man in die nächste Welt mit über. Ach, verrückt. Okay. Also da fehlt da tatsächlich was. Mhm. Ja, das ist wirklich ein bisschen ernüchternd und das hätten sie besser hingekriegt. Das hätten sie wirklich besser hinbekommen. Aber es muss ja auch noch Potenzial geben für ein potenzielles Mario Wonder 2, weil die Engine, die ist jetzt geschrieben und sie haben ja auch schon angedeutet, das ist jetzt die Engine, die sie für zukünftige Mario-Spiele auch wieder verwenden können. Das heißt, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es jetzt nicht für die nächsten 10 Jahre wieder das einzige Mario-Spiel bleibt, sondern dass wir vielleicht so in den ersten 1-2 Jahren, wenn der Switch-Nachfolger kommt, dass wir uns da schon auf Mario Wonder 2 freuen können.
Also ich meine, wenn sie das machen, die Engine läuft ja super. Also ich, das ist, läuft ja butterweich, kommt zu keiner Bild, zu keinen Einbrüchen der Bildrate, die Steuerung funktioniert gut. Also auf technischer Seite haben sie echt eine super Arbeit geliefert und Ja. mich würde es wundern, wenn die Nachfolger von der Switch kommt, dass da wird bestimmt irgendwas relativ zeitnah erscheinen. Und ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, es ist ein 2D-Mario-Spiel, dass auch die Verkaufszahlen mitspielen. Ne? Also es ist ja auch bei den alten Konsolen immer der Fall gewesen. 3D-Mario läuft schon sehr gut, aber es ist kein Vergleich zu diesen 2D-Mario-Spielen. Also alleine schon in Japan kommen die 2D-Spiele unfassbar gut an. Aber so ein New Super Mario Bros., das hat sich auf dem DS wie blöd verkauft. Ja. Und das war ja auf der Wii nicht anders. Und es war halt, hat halt diesen Zacken reinbekommen, als dann in einem Jahr mehr oder weniger gleichzeitig New Super Mario Bros. 2 auf dem 3DS und dann der Launch von der Wii U mit New Super Mario Bros. U rauskam. Aber ja, ich glaube, da ist jetzt mittlerweile auch genug Zeit vergangen und der große Kritikpunkt, dass sich eben alles gleich anfühlt, das haben sie ja jetzt mit diesem Wonder-Element und der neuen Grafik und dieser neuen Anmutung ja relativ gut aus der Welt geschaffen. Ich würde sagen, wir beenden den Podcast an dieser Stelle, weil mir fällt keine weitere Frage ein. Ich habe jetzt wieder richtig Bock bekommen, das Ganze weiterzuspielen. Ich meine, wir reden jetzt auch schon wieder eine gute Dreiviertelstunde über dieses Thema. Freue mich auf jeden Fall auf alles, was ich jetzt noch erleben werde, weil du hast ja auch schon angedeutet, es wird so abwechslungsreich bleiben, wie jetzt sich der Ersteindruck bei mir ja, festgesetzt hat. Definitiv, definitiv, das wird's. Da kannst du dich freuen. Das macht Spaß. Sehr gut. Und ich glaube, da freuen sich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie da jetzt wieder ein richtig cooles Abenteuer vor der Brust haben, das hoffentlich auch die Zeit bis zum nächsten Nintendo Switch-Spiel, keine Ahnung, was da jetzt Großes noch in diesem Jahr auf uns zukommt. Sagen wir mal Was? bis zum Super Mario RPG kommt ja noch. Super Mario RPG kommt noch und wir haben noch den Mario Kart 8 DLC, den letzten. Darauf können wir uns auch freuen. Jo. Auch ein Thema für den nächsten Podcast. Alles klar, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Flo. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, gerne, gerne. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.